Servus, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich feiere es in meinem Leben, Freiheit zu haben. Ich kann alles tun und lassen, was ich möchte. Wenn ich Bock habe, mit meinen Kumpels ins Stadion zu gehen und FC Bayern anzufeuern, wir sind am Start, wir können losziehen. Wenn ich Lust habe, mit meiner Frau in ein schönes Café zu gehen, einen leckeren Cappuccino zu trinken, kann ich das einfach machen. Wir können uns mit Leuten treffen, wir können unser Leben genießen und feiern mit anderen zusammen. Und es ist einfach nur Hammer. Ich habe einen Job, der mich monatlich versorgt, das Geld kommt auf mein Konto und ich habe alle Sicherheiten, die ich irgendwie brauche. Ich kann Sport machen, ich liebe es, Fitness zu machen, joggen zu gehen, klettern zu gehen, all diese Dinge. Ich mag es total, das zu tun. Und ich bin gesund, ich bin fit und selbst wenn ich es nicht bin, habe ich immer noch eine Krankenversicherung, die im Notfall für mich einspringt. Was soll ich sagen? Ich feiere mein Leben, was ich mir die letzten Jahre so aufgebaut habe. All das, worauf ich mein Leben aufgebaut habe, das ist irgendwie gewachsen wie so ein Baum. Und dann sitze ich da oben, genieße und feiere mein Leben, trinke ein Bier. Aber dann kommt dieses Corona und es haut auf einmal voll rein. Es ist wie ein Einschnitt in mein Leben, weil auf einmal die Freiheit, die ich hatte, überall hinreisen zu können, überall hinzugehen, wo ich möchte, habe ich auf einmal nicht mehr. Und auch mit meinem Job, die finanzielle Sicherheit, die ich aktuell habe, keine Ahnung, ob ich sie in Zukunft weiterhin haben werde, wenn die Wirtschaft und alles weiter nach unten geht und ich nicht genau weiß, wie es mit meinem Job weitergeht, wird auch diese Sicherheit mir in meinem Leben irgendwie genommen und es ist wie ein Einschnitt in meinem Leben. Und ich merke, so ist mein Leben immer mehr eingegrenzt und es kommt eins aufs andere, es kommt immer mehr dazu und am Ende ist es sogar so, was für mich am krassesten ist, isoliert zu sein von anderen, von Menschen, die ich liebe, von meinen Freunden, von meiner Familie, mit denen ich auf einmal nicht mehr zusammen sein darf. Und ich merke jetzt auf einmal, dieses Leben, was ich mir aufgebaut habe, wird auf einmal umgehauen. Wenn sowas wie Corona kommt, dann merke ich auch als Christ, dass irgendwie meine bisherigen Lebensentwürfe, das, wie ich mein Leben bis jetzt aufgebaut habe, das fällt auf einmal in sich zusammen und irgendwie wird's anders. Und die Frage ist, was gibt mir Halt in dieser Situation? Was ist dieses Seil, was Jonas eben gehalten hat in meinem Leben? Und ich merke, in meinem Leben ist das Jesus. Das bedeutet, dass Jesus mir in dieser Situation trotz Corona einen inneren Frieden gibt, eine innere Sicherheit gibt und eine Hoffnung gibt, die größer ist als alles andere, als das, was mir jemand anderes geben könnte. Und auch in der Bibel gibt es eine Person, die genau das erlebt hat. Und das war Paulus. Paulus hatte alles, was wir heute als Erfolg bezeichnen würden. Er hatte Beziehungen bis in die höchsten Ebenen. Er hatte Karriere gemacht, er hatte Geld, er war angesehen, er hatte eigentlich alles, was er brauchte. Aber dann passiert ein Cut, ein Schnitt in seinem Leben, alles verändert sich. Aber jetzt sagt er in Philipper 3, Vers 8, Jesus zu kennen, ist das unüberbietbar Große in meinem Leben. Das ist das, was mir wirklich Halt in meinem Leben gibt. Und deswegen stelle ich dir heute die Frage, was gibt dir den Halt in deinem Leben? Wenn Corona all die Dinge nimmt, die dir bis jetzt wichtig sind, die Freiheit, soziale Kontakte, dahin zu gehen, wo du möchtest, finanzielle Sicherheit, Gesundheit, all die Dinge, wenn die wegfallen, was gibt dir Halt in diesem Leben? Und wie Paulus kannst auch du dich entscheiden zu sagen, das unüberbietbar Große in meinem Leben, das soll Jesus sein. Und wenn du das möchtest, wenn du diese Entscheidung heute treffen möchtest, dann setz dich hin und sag Jesus ganz einfach, was du denkst. Sag ihm, wie du dich fühlst angesichts der Lage, wie sie aktuell ist. Und lad ihn ein, in dein Leben zu kommen und dieser zentrale Platz, dieser Halt in deinem Leben zu sein und zur unüberbietbaren Größe zu werden. Weil das ist das Beste, was wir jetzt tun können.